Ich komme ursprünglich aus Syrien. Wie kamst du in Berührung mit Kameras und mit Fotografie? Und die waren so total überrascht. Oh, das ist so schön. Das ist so anders. Sowas haben wir nie gesehen. Ein Flüchtling fotografiert andere Flüchtlinge. Erzähl uns bitte ein bisschen mehr davon. Wie haben wir das immer so gemacht, dass ich morgen früh um 6 Uhr aufgestanden bin. Und dann haben wir Leute besucht in ihren Werkstatt. Dieser Mensch, diese Frau, dieser Flüchtling war wirklich sehr inspirierend für mich. Dass er hier in Deutschland einen Job gefunden hat, im Gegenteil, was andere vielleicht hier seit 30 Jahren leben und ist jetzt nicht arbeiten. War die Hürde, ohne Eltern zu leben? Ich habe nicht gesagt, ich mache das nicht, weil ich nicht gut sprechen kann, sondern ich habe es einfach gemacht. So, ja, meine Familie ist sehr religiös und bei uns ist es so, dass man einer Frau nicht die Hand gibt. Ich bin sehr loyal. Jetzt mit deinem Zustand zurückkehren könntest, was würdest du ihm sagen? Liebe dein Leben, mach, was dir gefällt. Und lass die anderen auch machen, was ihnen gefällt.